Schweizer Auto des Jahres. Also, wie funktioniert das? Vor ein paar Wochen nahm ich an einem Testtag teil, der in einer Anlage des Touring Club der Schweiz organisiert wurde. Dort testen wir, also ich und ein Dutzend Experten der Mitgliederjury, 10 Modelle, von denen viele noch nicht auf dem Markt sind, aus denen wir dann das Schweizer Auto des Jahres wählten. Zunächst wählten die Mitglieder der Expertenjury aus einer Liste von 36 Autos die 10 Modelle aus, die wir für die Teilnahme am Finale für am besten geeinigt hielten. Und die Modelle, die den meisten Stimmen, wurden uns dann an diesem Testtag zur Verfügung gestellt. Nachdem wir sie analysiert und sowohl auf der Straße als auch auf der Piste auf Herz und Nieren geprüft haben, stimmte jeder von uns für seinen Favoriten. Die Abstimmung ist geheim und selbst ich weiß im Moment noch nicht, wer der Gewinner sein wird. Aber ich gebe euch erst einmal meinen ersten Eindruck von allen Autos, die wir getestet haben. Alfa Romeo Junior. Also der Alfa Romeo Junior ist ein Auto, das wir gut kennen und immer gemocht haben. Hier haben wir beide Elektroversionen getestet, also einmal den Speciale und dann den Veloce. Und man sollte eigentlich nur den Veloce kaufen, weil er das volle Potenzial des Autos zum Ausdruck bringt. Es ist ein Auto, das schnell fährt, gut bremst, ein Sperrdifferenzial an der Vorderachse hat, das den Frontantrieb maßgebend macht und vor allem einen sehr mechanischen Fahrgefühl vermittelt, das für ein Elektroauto eher ungewöhnlich ist. Das Design ist faszinierend. Preis stimmt und man kann auch das Feeling erkennen, trotz der offensichtlichen Skaleneffekte ein spezielles Produkt herzustellen. Natürlich ist der Platz im Fond nicht so groß, besonders mit den schönen Zabelt-Sportsitzen, aber naja, man kann nicht alles haben. Der X3 wächst, wird größer, moderner mit Vorteile und Nachteile. Die M50i-Version ist die Speerspitze und eigentlich das einzige benzinbetriebene Hochleistungsfahrzeug, das wir heute getestet haben. Er hat einen schönen 6-Zylinder, der mit einem sportigen Klang richtig schiebt. Etwas, das eigentlich tagsüber fehlte. Dynamisch ist er in Ordnung, auch wenn das schöne BMW-Lenkradgefühl leider ein bisschen verloren gegangen ist. Ansonsten eine zukunftsorientierte Evolution des X3, auch im Cockpit, die man mögen mag, aber es funktioniert. Der C3 ist ein kleines, nettes und sympathisches Auto. Der Innenraum ist einfach und intuitiv gestaltet. Er bietet in wenigen Metern so viel Platz, dass auch 4 Personen mehr oder weniger sich im Innenraum wohlfühlen. Die Leistung ist natürlich nicht exorbitant, aber trotz ein seltsam geformtes Lenkrad ist der Fahrspaß dennoch vorhanden. Und es ist ein Auto, das alles ganz klar auf Sicherheit setzt, ohne dabei ein paar gefahrene Strecke zu verschmähen. Der neue Dacia Duster ist immer extrem kostenorientiert, aber diesmal mit einem viel attraktiveren Design und kreativen Elementen ausgestattet. Der Hybridmotor mit Automatikgetriebe ist so flott, wie er sein muss und sehr laufruhig, während der Benzinmotor leider mit einem verbesserungswürdigen Schaltgetriebe gekoppelt ist. Die elektronischen Fahrassistenten sind eher rustikal, Fahrspaß muss man woanders suchen, aber es ist ein inhaltsreiches Auto, das angesichts seiner gesteigerten Attraktivität sicher seinen Erfolg nicht verfehlen wird. Der EV3 hat ein interessantes, von größeren Kias inspirierten Design. Im Allgemeinen ist es ein sehr ausgewogenes Auto, sowohl in Bezug auf die äußeren Abmessungen als auch auf das Platzangebot. Es ist kein Luxusauto, aber dennoch hat er einen mehr als anständigen und technologischen Innenraum, ohne dabei unintuitiv zu sein. Auf der Straße hat er keine besondere Schärfe, aber dafür einen hohen Durchschnitt von allen Elementen. Und vor allem ist er in allen Bedingungen adäquat. Die Reichweite ist bemerkenswert und bald gibt es auch Allrad und das zu Preisen, die nicht exorbitant sind.
MG haben wir besonders beobachtet und unter die Lupe genommen, denn es ist eine neue chinesische Marke mit einem Hochleistungsmodell, das tatsächlich schnell unterwegs sein kann. Das dynamische Verhalten des Autos ist ausgereift, was nicht immer so offensichtlich ist. Es wiegt weniger als andere Elektroautos und der Allradantrieb hilft auch ein wenig der Hinterachse, was zu einem sehr agiles Fahrverhalten bringt. An Bord bietet er sowohl vorne als auch hinten viel Platz. Die Qualität scheint aus dem ersten Blick ganz okay zu sein, aber auf den zweiten und genaueren Blick wird klar, dass es sich um ein Modell handelt, bei dem die Kosten im Vordergrund stehen. Auf der anderen Seite ist der Preis im Verhältnis zu Leistung, Größe und Fahrzeugklasse echt unschlagbar. Der Polestar 4 hat ein typisch skandinavisches Design, ein Infotainment mit einer schönen Grafik, aber der alles andere als intuitiv ist, denn selbst die einfachsten Funktionen erfordern einen gewissen Lernaufwand. Die Leistung ist sehr gut, die Lenkung ist gut und die Agilität übertrifft die Erwartungen. Der Allradantrieb mit ausgeschalteter Elektronik verteilt gerne die Leistung auch an der Hinterachse, was den Spaß, was im Vergleich zu anderen Elektrofahrzeugen deutlich erhöht. Getreu den Markenwerten von Polestar und generell ein schönes Objekt. Der Porsche Macan haben wir in der Turbo-Version getestet. Ästhetisch ist er ein wenig anonymer als andere Porsches, vor allem das Heck, was nicht gerade aus meiner Sicht so gelungen ist. Aber beim Fahren und auch im Cockpit ist alles genauso, wie man es erwartet. Alles am richtigen Platz, tolle Ergonomie, hervorragende Qualität, viel Platz und damit quasi das perfekte Alltagsauto. Stratosphärische Leistung, zwischen den Kurven eine echte Waffe und wenn man die Elektronik ausschalten kann man auch damit querfahren. Porsche zeigt einmal mehr, dass sie weiß, wie man Elektroautos baut, wie man sie schnell macht und wie man sie auch mehr oder weniger aufregend gestaltet. Der Renault R5 ist eine schöne Überraschung. Ein sehr schickes, schönes Auto mit einem attraktiven Design, innen sowohl auch außen. Man fühlt sich an Bord sofort wohl und trotz, dass er nur 150 PS hat, ist die Leistung überraschend und vor allem hat er eine Agilität, die Lust auf noch mehr Leistung macht. Ein Auto, das man auf jeden Fall im Auge behalten sollte, denn es wird wahrscheinlich einen großen Erfolg sein. Es ist nur schade, dass es hinten praktisch kaum Platz gibt. Auch der Volvo EX30 ist eine Überraschung. Obwohl die Marke normalerweise die Sicherheit im Vordergrund stellt, hat er einen wirklich starken Motor, ein respektables Handling und vor allem ein gutes Fahrgefühl. Das Auto ist von wirklich tadelloser Qualität und im Innenraum herrscht ein skandinavisches, luxuriöses Wohnzimmerambiente. Schade, dass es nicht viel Platz für die Passagiere im Front gibt und dass der Preis, zumindest in der leistungsstärksten Version, nicht gerade günstig ist. So, das war ein Überblick von den 10 Modellen, die wir getestet haben, aber auch ihr könnt das Schweizer Auto des Jahres wählen. Was müsst ihr machen? Einfach auf www.schweizerautodesjahres.ch gehen und dort findet ihr nicht nur 10, sondern noch mehr Modelle zur Auswahl und dort habt ihr Zeit bis zum 10. November euren Favorit zu wählen.